Ja, willkommen zurück zu Medizintechnik 2. Ich darf euch heute wieder begrüßen zur nächsten Vorlesung. Und heute wollen wir wirklich einsteigen in die Bildverarbeitung und uns ein paar grundlegende Verfahren angucken, wie man Bilder digital verarbeiten kann. Okay, wechseln wir zur Folienansicht. Also, heutiges Thema: Grundlagen Bildverarbeitung. Tatsächlich ist ein Bild eine 2D-Funktion, die wir hier dann häufig als f von xy beschreiben. Und wir haben quasi ein diskretes Bild, das über eine komplette Domäne im ganzzahligen Bereich definiert ist. Und wir haben also Koordinatenwerte, die im kompletten ganzzahligen Bereich definiert sind. Je nachdem, wo der Ursprung liegt, können dabei auch Koordinatenwerte vorkommen, die negativ sind. Also hier deswegen nicht nur die natürlichen Zahlen, sondern tatsächlich ganze Zahlen. Im Prinzip kann man sich das jetzt so vorstellen, dass man eben zwei Funktionen hat, die man orthogonal gegeneinander abtasten kann. Unser Bild ist eine zweidimensionale Funktion, bei der wir eben in beiden Richtungen Funktionswerte, diskrete Funktionswerte haben. Die rote Linie zeigt uns hierbei in die Y-Richtung beispielhaft einen solchen Plot an einer X-Stelle an. Auf der blauen Linie sehen wir genau das Orthogonal dazu, dass hier auch wieder eine Funktion geplottet werden kann, die eben genau an einer Y-Stelle abgetastet wurde. Tatsächlich wird natürlich unser Bild auch diskret gespeichert. Das heißt, wir haben das Ganze als Matrizen im Computer und die Grauwerte werden dann entsprechend übersetzt. Tatsächlich haben wir an jedem Punkt Zahlen stehen. Wenn wir zum Beispiel Grauwertbilder haben, sind die typischerweise von 0 bis 255 definiert, wobei wir eben je tiefer der Wert, desto dunkler der Grauwert. Hier beispielhaft an einer kleinen Matrix gezeigt, in der wir so ein kleines Muster hier eingebettet haben. Und wir sehen, dass die dunklen Werte bei 35 ebenso als Bild kodiert werden können, während 200 eben schon deutlich hellere Werte sind. Man sieht hier ein helles Grau, das entsprechend dargestellt wird. Das passiert dann beim Darstellen auf dem Computer. Wir übersetzen die Zahlenwerte in Grauwerte, sodass wir das Bild auch visuell korrekt wahrnehmen können. Tatsächlich reichen uns typischerweise 255 Grauwerte, weil wieder das Limit ist hier der Mensch. Wir können als Menschen 255 Grauwerte ungefähr unterscheiden. Und wenn wir die nebeneinander auftragen, dann sehen wir das Ganze als kontinuierlichen Grauwertverlauf. Das heißt, mit 255 Grauwerten ist man tatsächlich dabei, dass man alle Werte, die wir wahrnehmen können, auch tatsächlich darstellen kann. Wenn wir bei Farbbildern sind, ist es typischerweise 255 Werte pro Farbkanal und wir haben dann drei Farbkanäle, Rot, Grün und Blau, aus denen wir dann alle Farben mischen können. Das wird dann auch häufig als True Color bezeichnet. Wir können dann auch verschiedene Korrekturen an solchen Bildern vornehmen. Ein typisches Korrekturverfahren ist die sogenannte Gamma-Korrektur. Dadurch können wir quasi das Verhältnis von Grauwerten zueinander verändern. Zum Beispiel können wir den Fokus auf helle Bereiche legen mit einer Gamma-Korrektur von etwa 2,2, hier links dargestellt. Wir können das Originalbild uns natürlich angucken und wir können natürlich auch die dunkleren Farbwerte in den helleren Bereich verschieben und das machen wir dann genau mit einer umgekehrten Gamma-Korrektur. Das ist jetzt in der traditionellen Bildverarbeitung ein ganz übliches Verfahren. In medizinischen Bildern setzt man tatsächlich häufig andere Verfahren ein, insbesondere weil wir in zum Beispiel CT-Bildern deutlich mehr als 255 Graustufen berechnen und auflösen können. Das heißt, hier sieht man sich die Bilder interaktiv an, indem man quasi während man das Bild betrachtet, die Grauwerte verändern kann. In einem CT-Volumen finde ich bis zu 4000 Grauwerte und diese 4000 Grauwerte muss ich dann auf 255 abbilden, sodass sie visualisiert werden können. Ich kann zum Beispiel die Grauwerte von minus 1000 bis plus 1000 auf 250 Werte komprimieren, dann erhalte ich das Bild hier links. Ich kann aber auch hergehen und mir einen gewissen Grauwertbereich heraussuchen, wie zum Beispiel in dem Bild hier rechts. Dort schaue ich jetzt nur an Grauwerte von 200 bis 500 und wir sehen, dass wir hier im Wesentlichen die ganzen weichen Gewebe wie Wasser,
Lunge, aber auch Fett und Muskeln ausblenden können und wir im Wesentlichen nur noch sehr harte Gewebe sehen, wie zum Beispiel das Kontrastmittel in den Herzkammern oder die kortikalen Knochen, die quasi das Knochenmark umschließen, wie wir es im unteren Teil des Bildes sehen. Wir sehen auch im unteren Teil des Bildes diesen hellen Ring und dieser helle Ring ist durch eine Messfeldbeschränkung ausgelöst. Also hier handelt es sich tatsächlich nicht um eine anatomische Struktur, sondern das ist ein Bild, das interventionell aufgezeichnet wurde und da kommen auch immer wieder Artefakte hinein, die eben dann unrichtige Dinge darstellen und deswegen braucht man geübte Leser eines solchen Bildes, dass die dann zwischen Anatomie und Artefakt unterscheiden können. Typischerweise tritt das in der CT nicht auf. Der Grund, warum wir hier diese starken Artefakte sehen, ist, dass diese CT-Aufnahme während einer OP, also im OP-Raum aufgenommen wurde. Und dort hat man deutlich schwierigere Bedingungen, deswegen hat man nicht die gute Bildqualität, die wir sonst in der diagnostischen CT sehen würden. Dafür haben wir interventionell, also während der OP, Bilder, an denen wir dann Entscheidungen für die Therapie treffen können. Ich habe das Ganze hier versucht, ein bisschen darzustellen in Histogrammen. Also was tatsächlich passiert ist, wenn wir solche Transformationen auf den Grauwerten machen, dann verändern wir das Bild und zwar nicht, wo die Pixel liegen, aber welche Informationen die Pixel darstellen. Und wir haben typischerweise für Grauwertbilder 256 solche Bins. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist aufgetragen von der Null, vom 0. Bin bis zum 256. Bin, wie viele Pixel in dieser Farbe vorliegen. Und wir sehen, dass zum Beispiel ganz schwarze und ganz weiße Pixel in diesem Bild gar nicht vorkommen, weil dort ist überall 0, sondern erst ab etwa 30 und vielleicht bis 230 messen wir überhaupt irgendwelche Werte. Wir sehen, wenn wir das Ganze jetzt normieren würden, dass das Integral über das gesamte Histogramm 1 wäre, dass wir hier letzten Endes eine Wahrscheinlichkeitsverteilung sehen. Wir sehen also, wie häufig welche Grauwerte in dem Bild auftreten. Was wir an dem Histogramm natürlich nicht sehen, ist, was auf dem Bild zu sehen ist. Wir sehen hier nur, wie häufig einzelne Grauwerte sind. Das ist natürlich eine vereinfachte Darstellung, die uns nichts mehr über den eigentlichen Bildinhalt zeigt. Und natürlich kann man dann auf Basis von solchen Histogrammen weitere Vereinfachungen vornehmen, wie zum Beispiel hier rechts dargestellt. Wenn ich jetzt quasi die Zahl der Grauwerte reduziere und zum Beispiel nur 16 Grauwerte zulassen würde, dann würde ich die Wahrscheinlichkeitsverteilung hier rechts bekommen. Und was man hier schon sieht, auf der Y-Achse aufgetragen, habe ich jetzt plötzlich viel, viel höhere Fallzahlen, während ich in dem linken Bild maximal vielleicht 2800 Mal denselben Grauwert messe, haben wir in dem rechten Bild plötzlich bis zu 38.000 Mal denselben Grauwert, weil es natürlich viel weniger Grauwerte gibt. Also so ein Histogramm zählt an jedem Pixel, welcher Grauwert vorkommt. Bei wenigen Grauwerten habe ich dann natürlich viel höhere Fallzahlen pro Grauwert. Schauen wir uns das Ganze mal an. An einem Bild, jetzt sehen wir das Bild dazu, das dieses Histogramm produziert hat. Also hier links sehen wir diese Dame mit Hut dargestellt. Das ist Lena, die im Übrigen in der Bildverarbeitung sehr berühmt ist, weil es eines der ersten digitalen Bilder war, das quasi verarbeitet wurde und auch in wissenschaftlichen Publikationen verwendet wurde. Und dieses Bild wird auch heute noch verwendet, um neue Filterfunktionen und um neue Operationen auf Grauwertbildern zu demonstrieren. Das ganze Bild hat auch eine sehr interessante Geschichte, also ruhig mal googeln, Lena und vielleicht Beispielbild oder Sample Picture, dann kriegt man auch noch die ganze Geschichte dazu, wie es dazu kam, dass dieses Bild eingesetzt wurde, wo das Bild herstammt und so weiter. Das ist eine interessante Geschichte, die man sich ruhig mal angucken könnte. Hier rechts jetzt wieder das Histogramm und ihr seht plötzlich, dass hier das NI ist normiert. Plötzlich steht hier irgendwas mit 0,005 und 0,01. Hier ist das Ganze jetzt tatsächlich als Wahrscheinlichkeitsverteilung dargestellt. Das heißt also, das Integral über alle Werte ergibt genau 1 und deswegen kommen jetzt hier noch diese gebrochenen Werte vor. Wenn wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung haben, dann können wir darauf auch kumulative Verteilungsfunktionen ausrechnen. Und was wir hier sehen, ist die kumulative Verteilungsfunktion unseres Originalhistogramms. Das heißt, wir nehmen einfach jeden Wert und addieren ihn aufeinander auf,
guckt ein bisschen aus wie so eine Corona-Kurve, wird auch ganz ähnlich ermittelt. Und wir kriegen dann hier, weil wir entsprechend auf 1 normiert haben, am Ende die 1, wenn wir alle Grauwerte aufsummiert haben. Wir sehen hier auch schon das Problem, das auftritt. Wir haben also keine Grauwerte unter 30 und keine Grauwerte über 230, weswegen wir schon relativ früh 1 erreichen und am Anfang sehr lange auf 0 bleiben. Und dazu kann man eine Operation jetzt durchführen, das ist die sogenannte Histogrammequalisierung. Und bei der Histogrammequalisierung versucht man die Grauwerte so umzuverteilen, dass sich möglichst eine lineare kumulative Verteilungsfunktion bildet. Also wir suchen eine Transformation, die die Grauwerte hin und her schiebt, um aus dieser Corona-Kurve einen schönen linearen Anstieg zu produzieren. Nun, das geht mit verschiedenen Verfahren und man verschiebt letzten Endes die Grauwerte hin und her und spreizt sie auf. Die genauen Algorithmen schauen wir jetzt hier jetzt an der Stelle nicht an, aber ich möchte euch ganz gerne den Effekt zeigen. Das ist jetzt das Histogramm zu der linearisierten kumulativen Verteilungsfunktion und wir sehen, dass das Bild deutlich mehr Kontrast hat, wir also die gesamte Skala der zur Verfügung stehenden Grauwerte besser ausnutzen. Und wir können uns das Ganze nochmal im Vergleich angucken. Wir sehen also vorher ist das Bild etwas gräulich verwaschen. Wenn wir alle verfügbaren Grauwerte ausnutzen, kriegen wir deutlich kontrastreichere Bilder, wie hier rechts dargestellt. Okay, was kann man noch mit solchen Bildern machen? Ganz wichtig sind Ableitungen von Bildern. Und Ableitungen von Bildern werden dazu benutzt, um Kanten zu detektieren. Also Stellen, an denen sich das Bild sehr stark verändert in Bezug auf den Grauwert, sind Kanten und diese werden mit entsprechenden Ableitungsfunktionen ermittelt. Wenn wir uns jetzt hier die Definition der kontinuierlichen Ableitung angucken, dann sehen wir, dass die Ableitung die Funktion an der Stelle x vergleicht mit der Funktion an der Stelle x plus h. Und dabei durch h teilt und um die Ableitung zu ermitteln, lassen wir h gegen 0 laufen. Also wir suchen den Grenzwert von h gegen 0 dieser Ableitung. Das Problem jetzt im Diskreten ist, dass wir h nicht beliebig klein machen können, weil wir im Prinzip limitiert sind auf das kleinste h von 1. Wir können keine kleineren Schritte als 1 machen, weil dann wären wir bei 0. Also wir können uns nicht näher als 1 annähern an die 0, weil dann sind wir schon bei 0. Und deswegen kann man dann die diskrete Ableitung entsprechend einfach ermitteln, indem wir quasi einfach zwei benachbarte Werte miteinander vergleichen und die voneinander abziehen. Das Ganze geht hier als Beispiel in x-Richtung angezeigt, also natürlich geht das auch in y-Richtung. Man kann es als Vorwärtsdifferenz bezeichnen, also ich gehe einen Schritt nach vorne und ziehe dann an der Stelle x ab. Man kann eine zentrale Differenz ermitteln, die quasi den Wert x plus 1 mit dem Wert x minus 1 vergleicht. Das ist eine relativ häufige Wahl, das Ganze zu vergleichen, weil wir dann an derselben Koordinate bleiben. Wenn wir nämlich tatsächlich die Ableitung nur einen Schritt weiter laufen lassen, dann haben wir das Problem, dass wir effektiv die Ableitung an der Stelle 0,5 bestimmen. Das heißt, wenn ich direkt benachbarte Pixel voneinander abziehe, dann verschiebt sich die Position meines ganzen Gitters. So eine zentrale Differenz zu verwenden hat den Vorteil, dass ich quasi den Pixel davor und den Pixel danach benutze und dann genau an derselben Stelle bleibe. Ihr könnt es auch gerne mal ausprobieren und entsprechend mit ImageJ das Ganze implementieren und werdet feststellen, wenn ihr mit solchen Vorwärtsdifferenzen arbeitet oder auch mit den Rückwärtsdifferenzen, die wie gesagt nur einen Schritt weit berechnen, dann werdet ihr feststellen, dass die Kantenbilder nicht mehr exakt auf das Originalbild passen. Und das liegt eben daran, dass wir letzten Endes um einen halben Gitterpunkt hin und her verschieben. Deswegen werden eben sehr häufig zentrale Differenzen eingesetzt, um solche Kanten zu ermitteln. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also wir haben gerade natürlich nur x angeguckt. Hier ist ein Kantenbild dargestellt in Falschfarben in x Richtung links, in y Richtung rechts. Und wir sehen, dass wir jetzt quasi nur noch bestimmte Kanten sehen. Wir sehen also die Kanten, die diagonal verlaufen, natürlich in beiden Bildern. Und dann sehen wir Kanten, die entsprechend horizontal verlaufen, nur wenn wir die Ableitung in y Richtung berechnen und Kanten, die vertikal verlaufen, sehen wir nur in der X-Ableitung.
Was dann typischerweise gemacht wird, um aus diesen beiden Bildern ein Kantenbild zu ermitteln, ist, wir haben letzten Endes hier einen Gradienten, der eben zwei Dimensionen hat. Und um den in einem Bild darzustellen, kann ich mir beispielsweise die Magnitude anschauen. Also ich nehme die beiden Bilder, quadriere sie, addiere sie aufeinander und ziehe dann die Wurzeln. Dann kriege ich die Magnitude des Gradienten und das gibt mir sehr, sehr schöne Kantenbilder. Und anhand von Kantenbildern kann ich dann zum Beispiel Struktur detektieren. Ich kann hier feststellen, dass diese Feder eben sehr, sehr hohe Frequenzen hat. Ich könnte damit zum Beispiel Texturen versuchen zu erkennen oder eben entsprechend dann auch Linien detektieren, um dann entsprechende Bildanalysen vorzubereiten. Kantendetektion, ganz grundlegender Schritt in vielen Bildanalyseverfahren, wird auch ganz häufig eingesetzt. Was wir hier getan haben, ist eigentlich eine Filterung des Bildes. Tatsächlich haben wir jetzt hier zwei Funktionen miteinander verrechnet, und zwar haben wir nichts anderes durchgeführt als zwei Faltungen, die eine in x, die andere in y-Richtung, mit einer zweiten Funktion. Und die zweite Funktion war extrem kurz. Die bestand nur aus den Werten minus 1 und 1. Entweder nur bei den Vorwärts- und Rückwärtsdifferenzen tatsächlich nur zwei Elemente in unserem Faltungskern, also in der Impulsantwort, in der zentralen Differenz dann insgesamt drei Werte, weil wir quasi minus 1, 0 und 1 haben. Und haben also sehr, sehr kurze Kerne für unsere Impulsantwort. Uns reichen hier nur zwei oder drei Zahlen, um den ganzen Faltungskern zu beschreiben. Und wenn wir uns erinnern, der Faltungskern ist die Impulsantwort und sprich, diese Impulsantwort oder Faltungskern bestimmt dann das komplette lineare System. Wir können also mit drei Ziffern oder zwei Ziffern ein komplettes System charakterisieren und dann anwenden. Und wir sehen auch, dass Ableitungen sich als Faltungen realisieren lassen. Es gelten wieder dieselben Prinzipien wie in 1D, die Linearität. Also wenn ich quasi eine Funktion skaliere mit einem Koeffizienten, dann kann ich diese Skalar aus der Faltung herausziehen. Die Faltung von Alpha mal F ist dasselbe wie Alpha mal die Faltung von F. Und es gilt auch, dass wenn wir F1 und F2 addieren und dann falten, dass das dasselbe ist wie die beiden Funktionen einzeln gefaltet und dann addiert. Also Linearität gilt, Linearkombinationen bleiben erhalten. Verschiebungsinvarianz gilt genauso. Es ist also egal, ob wir zuerst verschieben und dann falten oder erst nach dem gefalteten verschieben. Es gibt wieder dasselbe Ergebnis. Gut, damit können wir eben diese Filterkerne spezifizieren. Hier nochmal die diskrete Version der Faltung, wo wir also quasi jetzt die Integrale ersetzen durch Summen und die Minus- bis Plus-Unendlich-Schritte ersetzen einfach durch die Breite unseres Filterkerns. Wir gehen also von minus der Hälfte bis plus die Hälfte und addieren auf. Und wie gesagt, unsere Filterkerne haben hier teilweise in der Bildverarbeitung nur sehr kleine Größen, dass die entweder zwei oder drei groß sind. Wir sehen gleich, dass diese natürlich auch sehr, sehr groß werden können. Und an einer gewissen Stelle wird es dann auch sehr ineffizient. Aber solange ich nur mit einer 1x3 oder 3x3 Maske arbeite, kann man das auch ruhig hier als Faltung implementieren, weil man eben nur lokale Summen aufaddieren muss. Das führt uns also in kleinen Kernen dazu, dass wir ruhig damit arbeiten können. Bei großen Kernen können wir wieder unseren Trick verwenden, weil wir ja wissen, dass eine Faltung einer Multiplikation im Frequenzbereich entspricht. Das heißt, wir transformieren unser ganzes Bild in den Frequenzbereich und in dem Frequenzbereich müssen wir dann nur mit der Fourier-Transformierten des Kerns multiplizieren. Also wenn wir zum Beispiel eine Funktion haben, einen Filterkern, der 50 mal 50 groß ist oder noch größer, dann ist es besser, von beiden die mit der schnellen Fourier-Transformation die Fourier-Transformierte zu bestimmen, diese zu multiplizieren und danach die inverse Fourier-Transformation zu berechnen, weil einfach unsere Faltung in 2D, wenn unser Bild und unser Kern jeweils n lang sind, hätten wir eine Komplexität von n hoch 4. Das heißt, das ist, je größer die werden, desto aufwendiger. Wir steigen also mit der vierten Potenz an. Und wenn wir hier die schnelle Fourier-Transformation verwenden, die hat eine Komplexität von n log n. Und damit sind wir quasi dramatisch schneller, als wenn wir
uns wirklich die volle Faltung durchrechnen würden. Ja, so können wir sehr schnell falten. Was vielleicht ein bisschen überlegenswert ist oder vielleicht verwirrend ist, was ist denn eine Bildfrequenz? Wir haben hier ein Beispiel, wie so ein Frequenzraum von einem Bild aussieht. Also hier erstens, ich sehe in dem Frequenzraum gar nichts mehr. Zweitens, ich sehe jetzt hier oder was hier dargestellt sind nur die Magnituden. Tatsächlich haben wir an jedem Punkt in dem Frequenzraum wieder einen komplexen Wert. Das heißt, eigentlich müssten wir Real- und Imaginärteil angucken. Ich zeige jetzt hier nur, wie stark die Frequenzen sind. Das heißt, die Verschiebung der verschiedenen Grundfrequenzen zeigen wir nicht an. Wir haben gesehen in den letzten Vorlesungen, dass diese Frequenzen im 1D im Prinzip reine Sinus- und Cosinus-Schwingungen sind mit unterschiedlicher Frequenz. Im 2D ist es ein bisschen anders. Wir haben hier solche, ja, Basisbilder. Und wenn wir zum Beispiel uns einen Punkt auf der Y-Achse herausgreifen, dann sehen wir an diesem Punkt rechts oben ein Basisbild. Das ist also jetzt eine Sinusschwingung in Y-Richtung. Und wir nehmen das Originalbild, nehmen dieses, ja, letzten Endes Wellblech, legen die beiden übereinander, multiplizieren die miteinander und addieren dann alle auf. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir genau den Koeffizienten, der hier auf der Achse eingezeichnet ist. In x-Richtung sind natürlich unsere Wellbleche nicht so orientiert, sondern genau orthogonal dazu. Und wir sehen schon, hier sind wir jetzt nicht so weit entlang der Achse gegangen. Wir haben also eine niedrigere Frequenz. Wir sehen weniger Hügel in diesem Wellblech. Der Koeffizient wird wieder genauso bestimmt. Wir nehmen das Wellblech, legen unser Bild darüber, multiplizieren sie punktweise und addieren alles auf. Naja, und dann habe ich noch die gemischten Frequenzen. Das heißt, wenn ich jetzt mir links oben dieses Wellblech angucke, dann ist das natürlich rotiert. Ja, so können wir dann den ganzen Raum im Prinzip auffüllen, dass wir letzten Endes, wenn wir einen Kreis mit gleichem Abstand einzeichnen würden, dann hätten alle Sinus- und Cosinuskurven hier dieselbe Frequenz, aber entlang des Kreises würden sie quasi die Orientierung ändern. Und je weiter wir nach außen gehen, hier links unten dargestellt, das sind wir relativ weit schon von der Mitte weg, da haben wir dann schon sehr hohe Frequenzen. Das heißt, wir sehen sehr viele Wellenberge und Wellenhügel in diesem Bild. Damit können wir dann die Fourier-Transformierte berechnen. Bitte behaltet den Hinterkopf, das ist jetzt die diskrete Fourier-Transformation, die wir hier besprechen. Tatsächlich würde man das mit einer schnellen Fourier-Transformation ausrechnen, die dann quasi nutzt, dass wir die Fourier-Transformation zerlegen können in Unterprobleme und damit sehr viel schneller berechnen können. Das sprechen wir hier gar nicht an. Wir wissen nur, es gibt sehr schnelle Wege, um Fourier-Transformationen zu berechnen. Zur Visualisierung hier unsere hübschen Wellbleche, weil die Wellbleche hoffentlich dazu beitragen, dass man sich in etwa vorstellen kann, was in so einer Fourier-Transformierten eines Bildes drin ist. Wieder ganz klar, in der Fourier-Transformierten, ähnlich wie im Histogramm, sehe ich überhaupt nicht, was in dem Bild drin ist. Aber im Gegensatz zum Histogramm kann ich aus der Fourier-Transformierten wieder exakt das Bild zurückrechnen. Im Histogramm habe ich Grauwerte zusammengefasst. Anhand des Histogramms kann ich das Bild nicht mehr bestimmen. Ganz wichtiger Unterschied. Und das Schicke ist jetzt, hier mit der Fourier-Transformierten kann ich natürlich alle möglichen Filter- und Signaltransformationen durchführen, genauso wie wir das ja auch schon im 1D gesehen haben. Gehen wir zurück in den Ortsraum. Im Ortsraum können wir das Ganze häufig sehr einfach darstellen. Hier jetzt mal so ein Faltungskern bzw. die Impulsantwort einer zentralen Differenz. Und wir sehen, dass wir jetzt quasi, wenn wir das in x-Richtung ausrechnen möchten, dann brauchen wir eigentlich nur die Koeffizienten minus 1, 0 und plus 1. Das heißt, wir können das komplette lineare System mit diesen drei Ziffern charakterisieren. So einfach ist es schon. Und ich brauche dann nur über das Bild zu laufen, mir diese Koeffizienten jeweils zu multiplizieren, das aufzusummieren und dann entsprechend in ein neues Bild zu schreiben. Bitte beachtet, dass wenn ihr das implementieren wollt, dass ihr immer mit zwei Bildern arbeitet. Also eins, aus dem ihr lest, das tatsächlich f von xy ist, und ein zweites, in das ihr schreibt, hier, das quasi die Ableitung dann enthalten soll. Weil ihr müsst natürlich die Bildpunkte miteinander verschränken. Ihr lauft immer einen Schritt weiter mit der Maske und dann müsst ihr natürlich immer auf das Originalbild zurückgreifen können. Das heißt, ihr könnt nicht in place auf demselben Array hier die Auswertung durchführen. Wir brauchen eine Kopie davon, ansonsten würden wir keine korrekte Faltung implementieren.
Naja, das haben wir uns jetzt angeschaut für die erste Ableitung. Ich kann jetzt tatsächlich eine zweite Ableitung auch bilden und dann kriege ich letzten Endes den Kern, den wir unten zeigen. Ich kann mir den aufbauen, indem ich quasi die erste Ableitung nochmal mit sich selber falte, dann kriege ich den Kern unten. Und natürlich kann ich die analog auch in Y-Richtung finden, dann ergeben sich die beiden Kerne, die wir hier rechts angezeigt haben. Also die sind nur um 90 Grad gedreht, ansonsten sind die inhaltlich gleich und erlauben uns diese zwei Richtungen eben zu bestimmen. Damit kann ich Kanten bestimmen. Das sind sogenannte Hochpassfilter, weil hohe Frequenzen erhalten bleiben. Die sogenannten Tiefpassfilter haben typischerweise eine andere Struktur und wir haben hier zwei Beispiele. Einmal der sogenannte Mittelwertfilter, Mean-Filter, der schlicht und einfach innerhalb einer lokalen Region, hier als 3x3 Beispiel gezeigt, alle Werte aufsummiert und dann durch die Gesamtzahl der Werte dividiert. So haben wir bei 9 Feldern überall ein Neuntel als Koeffizient, das wir quasi zu dem Funktionswert multiplizieren, dann alles aufsummieren, damit wir in derselben Größenordnung bleiben. Wir können auch das Ganze Gauss filtern. Für Gauss-Filter ergeben sich dann diskretisierte Gauss-Kurven. Ihr seht schon, wir haben quasi in der Mitte die 8 als höchsten Wert der Glockenkurve und tun dann zum Rand hin immer weiter abnehmen. Also von 8 auf 4 auf 2 auf 1. Und wir haben im Prinzip so eine 2D-Glockenform, die wir hier sehr grob dargestellt haben in diesem 5x5-Gitter. Aber das ist tatsächlich eine diskrete Version einer Gauss-Glocke. Und wenn wir diesen Gauss-Filter verwenden wollen, dann müssen wir natürlich auch wieder skalieren. Die Gesamtsumme über alle Einträge in dem Beispiel ist 52. Das heißt, wir müssen mit 1/52 noch multiplizieren, damit wir in derselben Größenordnung bleiben. Nun wollen wir uns mal angucken, was passiert, wenn wir so eine Tiefpassfilterung durchführen. Links das Eingabebild, rechts das entsprechend gefilterte Bild. Wir sehen, alle Werte werden sehr weich, das heißt Kanten verschmieren, gleichzeitig wird eben auch Rauschen reduziert. Das sind so die gängigen linearen Verfahren, die in der Bildfilterung eingesetzt werden. Es gibt noch viele mehr, die wir aber an dieser Stelle nicht diskutieren. Aber ich denke, es gibt euch schon mal einen ganz guten Einblick, was man tatsächlich mit solchen Filteralgorithmen durchführen kann. In ImageJ gibt es tatsächlich die Option, Custom Kernels einzutippen. Das heißt, ihr könnt die Kerne, die ihr hier auf den Folien gesehen habt, einfach abtippen und in ImageJ hineintippen und dann seht ihr, dass ihr genau diese Filterfunktionen auch ganz einfach nicht mal nachimplementieren müsst, sondern einfach nur über das grafische Benutzerinterface von ImageJ eingeben könnt. Was auch sehr, sehr interessant ist, um ein gutes Gefühl dafür zu kriegen. Nun, ihr habt jetzt die ersten einfachen Bildtransformationen gesehen. Wir werden uns noch ein paar weitergehende nichtlineare Transformationen in dem nächsten Video angucken, aber viel tiefer in die Bildverarbeitung werden wir hier auch gar nicht einsteigen. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen gefallen. Ich denke, gerade diese Bildfilter sind sehr, sehr spannend. Also, wenn ihr zum Beispiel solche relativ teure Software wie Adobe Photoshop und so weiter kennt, viele von den Transformationen, die ihr da drin findet, lassen sich auf solche Maskenoperationen, wie ihr gerade gesehen habt, abbilden. Und das ist vielleicht auch spannend, dass man vielleicht gar nicht so teure, lizenzpflichtige Software braucht, weil man viele Dinge auch relativ einfach selber implementieren kann. Und viele von den Funktionen in Photoshop sind natürlich auch in Open Source Software inzwischen verfügbar. Sehr schöne Tools sind GIMP, das GNU Image Manipulation Program, oder auch ImageJ, in denen ihr viele von den Funktionen bereits findet. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Ade.